Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, mit dem heutigen Fest geht die Weihnachtszeit zu Ende. Die Eltern von Ihnen kennen es ja noch. Das war damals mit Maria nicht Mess. Aber mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil geht eigentlich heute. Und ich finde es auch gut so. Wir hatten am Heiligabend die Evangelien, das Evangelium der Geburt Jesu nach Lukas. Diese Evangelien haben auch noch uns begleitet. Und gestern am Hochfest der Erscheinung des Herrn, der Heiligen drei Könige, nach dem Matthäus-Evangelium, der uns auch ein Kindheitsevangelium bringt, mit anderen Akzenten. Es ist ganz interessant, die zwei Kindheitsgeschichten, Lukas und Matthäus, ein bisschen parallel zu lesen, weil da sieht man, was der eine und der andere eigentlich aussagen will wollen. Gestern war auch wieder gut und schön, mit diesem Gedanken des Universalismus, also alle Völker der Erde dürfen zu Jesus, zum Stall gehen und den Herrn anbieten, alle ohne Ausnahme, egal aus welchem Kulturbereich, welche Nation, welche Rasse. Bei Jesus sind wir alle gleich. Aber liebe Gemeinde, das ist vorbei. Heute haben wir so gut wie den Anfang des Markus-Evangeliums verkündet gelesen. Und der Evangelist Markus hat keine Kindheitsgeschichte von Jesus. Er ignoriert, wie ich sagte, die Geburt, wie Jesus aufgewachsen ist und konfrontiert uns gleich A, mit der Ankündigung Johannes des Täufers über diesen Jesus mit einem großen Finger, der, aber Jesus ist schon ein Erwachsener, der aus dem privaten Bereich rauskommt und sein öffentliches Wirken beginnt. So geht es los mit der Geschichte des Markus, das Markus-Evangelium. Und das, was da geschah am Jordan, an der Taufstelle Jesu, es ist beeindruckend, sich dessen bewusst zu werden, wenn man da dort ist, an der Grenze zwischen Israel und Jordanien, wo Johannes getauft ist. Da wurde der Himmel zerrissen.
das, was das Weltliche, das Menschliche von dem Göttlichen, sag ich, trennte, auf einmal ging auf. Und auf diese Begegnung, da geschah eine Berührung. Gott berührte Jesus mit dem Heiligen Geist und er sprach mit Gott. Und wenn Gott spricht, das ist Offenbarung. Gott spricht immer wieder. Im Alten Testament begegnen uns ja Episoden, wo Gott aus dem Wolke sprach, Mose etc. Und dieser Geist, im Hebräisch das Wort Ruach, das ist dieser Geist Gottes, bedeutet immer Fülle des Lebens, Fülle des göttlichen Lebens, des Lebens Gottes. Und dieses Leben kam herab und bewohnte in einer Intensität Jesus, die ihn mit dieser Fülle erfüllte. Und da das Wort, du bist mein Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Ich bin immer für dich da. Ich gehe auf all deinen Wegen mit. Und dieser Geist führte dann Jesus in die Wüste, das haben wir nicht mehr gehört. Es kommt erst in der Fastenzeit, wo Jesus in diesen 40 Tagen und 40 Nächten sich seines Auftrags bewusst wurde. Er wurde, sagen wir, versucht, weil als wahrer Mensch, wie er war, wissen wir selber, dass in unserer Welt viel Versuchung an jeder Ecke steckt. Auch Jesus wurde versucht. Stellst du dich selber in den Mittelpunkt, die Macht, deine Interessen, deine Bequemlichkeit oder stellst du Gott in den Mittelpunkt deines Lebens? Und das ist die Versuchung, die heute noch, gerade heute noch, so aktiv ist in unserer Welt. Auch wir Christinnen und Christen werden ständig damit konfrontiert. Wer ist da? Wer hat den Vorrang? Nach welchen Maßstäben lebe ich? Auch heute zerreißt der Himmel. Auch heute möchte Gott uns begegnen, unmittelbar mit seinem Heiligen Geist, in dem er empfangen wird und unsere Herzen bewohnt. Im Übrigen, das betont das Markus-Evangelium nochmals, als Jesus am Kreuz starb. Da ging der Vorhang im Tempel, wurde auch zerrissen. Das, was das Allerheiligste von dem Menschen trennte, ging endgültig, wurde endgültig aufgehoben. Es gibt nichts mehr, was uns von Gott trennt, von dem Gott, der eben in der Transzendenz lebt. Jetzt lebt er mitten unter uns, in Jesus, in seinem Geist. Das, was damals geschah, geschieht auch heute noch. In einem jeden von uns. Auch wir sind mit dem Heiligen Geist beschenkt worden. Ein jeder von uns. Und die Worte, die damals Gott sprach, die sind auch Offenbarung für uns heute. Du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Er, der Herr, dessen Name Yahweh bedeutet. Ich gehe mit. Ich bin bei dir. Den Weg musst du selber gehen. Aber ich bin dabei. Ich bin bei dir. Und ich trage dich. Ich schenke dir.